weltweit bewegt und zu erfahren, was sie so sehr bewegt, dass sie darüber Filme gedreht haben und uns diese Filme zeigen. Der zweite Punkt ist, wie gesagt, die Ausweitung des Jurykonzepts. Neben unseren Fachjurys, von denen wir ja heute zum Glück zwei Vertreter hier sitzen haben, haben wir in diesem Jahr erstmals eine Kinder- und eine Jugendjury, die ihre Favoriten gewählt haben. Und wir haben erstmals einen Preis für den besten Sound, passend zum Thema. Der wird von einer Soundjury verliehen und ausgezeichnet. Diese besteht aus Soundstudenten der Filmuni, auch das ist einzigartig, das gibt es nur bei Sehsüchte, denn die Filmuniversität ist die einzige Uni, an der man Sound studieren kann und die eben solche Studiengänge anbietet. Ja, ansonsten, neben dem Soundpreis haben wir viele weitere Preise wieder insgesamt, dieses Jahr 16 an der Zahl. Dazu gehören unter anderem Spielfilm Lang, der beste Spielfilm Lang, der beste Spielfilm Kurz, der beste Animationsfilm, der beste Kinderfilm und viele weitere. Ja, bei weiteren Fragen zum Thema, zu den Preisen, zum Konzept, können Sie mich gerne ansprechen. Dann würde ich erstmal weitergehen. Gerade sind entsprechend die Filmemacher, bevor das Festival eigentlich so richtig losgeht, schon mal kennenlernen können und dann gemeinsam in die Festivalwoche starten. Neben solchen Networking-Veranstaltungen haben wir aber natürlich auch eine ganze Menge Sachen, wo wir den Filmemachern und den Festivalbesuchern noch mehr Input geben können. Dafür veranstalten wir eine ganze Reihe an Workshops. Einen habe ich mir jetzt mal rausgesucht, der, glaube ich, auch für Menschen, die nicht jeden Tag sich mit Filmen beschäftigen, ganz spannend sein kann. Da geht es vor allen Dingen darum, was wir selber zu Hause im Wohnzimmer erleben, sozusagen der Wandel von normalen Fernsehen zu hochauflösendem Fernsehen bis hin zu ultra hochauflösendem Fernsehen. Und da wird es entsprechend einen Workshop geben, der diese ganzen Thematiken behandelt und wie das entsprechend meine Arbeit als Filmemacher verändert, wenn ich plötzlich mit 4 oder sogar 8K Videomaterial arbeiten muss. Dann gibt es natürlich am Samstag wieder die große Sehsüchte-Party. Da ist ab 22 Uhr der Lasse Mathiesen. Da werden wir hier auch ab 21 Uhr in der Hochschule, glaube ich, einen ganz gemütlichen Abend bei Bier und netter Musik haben. Und für all diese Events und Workshops entsprechend ist der Eintritt kostenfrei, also können alle gerne vorbeischauen. Dann noch für Schreibsüchte, für den Pitch und Drehbücher über 170 Einreichungen. Also haben wir dieses Jahr 1124 Einreichungen insgesamt, was auf jeden Fall wieder mehr als letztes Jahr ist. Die 100 Filme, die wir zeigen, stammen aus 28 verschiedenen Ländern. Über die Hälfte sind wirklich auch ausländische Filme und da haben wir Länder dabei wie Singapur, Kuba, einen Film aus Chile, den wir gerade gesehen haben, Kolumbien, Iran und viele natürlich europäische Länder sind vertreten, was auch im letzten Jahr schon so war. Wir haben auch in diesem Jahr wieder starke Beiträge aus Polen und Israel. Ja, und die Filmblöcke oder die Titel der Filmblöcke stehen auch unter dem Festivalthema Echo. Das heißt, jeder Filmblock aus dem Hauptprogramm ziert praktisch ein Filmzitat aus einem Film aus diesem Block. Und da entstehen dann so ganz witzige Sachen, wie zum Beispiel beim Spielfilm Langblock, wo Agnieszka läuft, sie sind mein bestes Krokodil, also so heißt der Block. Und ein anderer zum Beispiel, sie sind einfach total Psycho, das ist aus dem Wald. Und diese Titel sollen natürlich auch wieder irgendwie anregen, über die Filme zu reden und sprechen im Grunde auch schon wieder für sich und signalisieren eine Art Echo dieser Filme in diesem Block. Deshalb ist auch die Preisverleihung etwas früher am Sonntag, danach ab 18 Uhr gibt es zwei Gewinnerfilmblöcke, dann ab 20 Uhr noch einen dritten. Da werden Spielfilm Lang gezeigt, Doku Lang, die Gewinnerfilme und dann noch ein gemischter Block, wo dann auch Animationen noch mit Beispiel von Kurzspielen. Das steht auch alles im Programmheft. Der ist natürlich auch immer interessant, gerade für die lokalen ansässigen Menschen, die dann vielleicht eher am Wochenende Zeit haben, vorbeizukommen. Was wir auch haben, ist ein Special Screening am Donnerstag um 19 Uhr im Filmmuseum, wo wir eine Doku zeigen. Jedes Bild ist ein leeres Bild. Dieses auf Deutsch und wird mit englischen Untertiteln gezeigt. Und besonders spannend ist da, dass es ein Spiel mit einer Videospielästhetik gibt und dass dort die Rolle der Bilder auch reflektiert wird in unserer digitalisierten und globalen Welt. Also auch da wieder genug Stoff, um über Film zu sprechen. Thematische Auffälligkeiten im Programm dieses Jahr sind auf jeden Fall Politik, aber vor allem Politik in allen Gattungen, was doch besonders ist. Also wir haben auch Animationsfilme, ganz starke dabei, die das vertreten. Da wäre zum Beispiel Kairo 52, wo es um die Verurteilung Homosexueller in Kairo geht. Im Produzentenpreis einen starken Film, Sadakat, der auch sehr politisch ist. Da kann Ihnen Lennart zum Beispiel auch weiterhelfen thematisch.
Und was wir gerade gesehen haben, den Ant-Madoc-Film, Mike Death, der ja auch durchaus einen politischen Hintergrund hat, aber klar, uns eigentlich formal vor allem interessiert hat, aber das ist wirklich nur ein Ausschnitt, natürlich in den Dokus und Spielfilmen ganz viel Politik. Aber eben nur nicht das, sondern auch, was interessant ist, wenn man das Programm des letzten Jahres betrachtet, da hatten wir viele ältere Protagonisten im Mittelpunkt und dieses Jahr hat es sich irgendwie umgekehrt und wir haben eher junge Protagonisten und auch Kinder, die begleitet werden und immer in diesem Spannungsfeld Familie. Da wäre zum Beispiel auch Discipline ein Beispiel, was wir gerade gesehen haben, aber auch der Spielfilm Lab aus Polen, wo es um den Kampf eines jungen Mannes um Anerkennung geht. Off-Season, wo ein Mädchen in den Ferien wissen will, wo eigentlich ihr Vater ist, der ist einfach nicht da. Ein Film, der auch schon in Cannes lief, Lady, wo eine sehr junge Mutter, jugendlich muss man sagen, in Südamerika halt ihren Kindsvater sucht. Und eine Doku, If Mama Ain't Happy, Nobody's Happy, wo einfach die Filmerin selbst so ein bisschen den Frauen in ihrer Familie auf die Spuren geht, ganz intensiv die eigene Mutter interviewt und aber super herzlich und ja, schön, familiär. Und starke Themen und diese ziehen sich im Grunde aber das ganze Programm. Also ich habe jetzt ein paar Filme rausgenommen, aber die tauchen immer wieder auf und werden auf vielfältigste Weise behandelt, gattungsübergreifend, wir haben Genremixe. Super schön alles auf jeden Fall und ja, ich hoffe, dass die Filme, die wir Ihnen gezeigt haben, wir auch ein bisschen Lust gemacht haben, weitere zu sehen. Und humorvoll, das wollte ich auch noch betonen, das hat man ja vielleicht auch gesehen bei der Filmauswahl. Selbst so Filme wie der Animationsfilm Meanwhile, wenn man einfach so ein liebevoll animiertes Szenen hat, die auch ein bisschen Witz zeigen, wenn sie dort tanzen. Oder, ja. Das war's. Okay. Ja, vielen Dank. Eine extrem angenehme Sichtungszeit. Also dazu muss man erstmal sagen, dass es extrem gut organisiert war. Erstmal ein Lob an euch. Wir haben uns, glaube ich, alle total gut aufgehoben gefühlt und es hat sehr reibungslos funktioniert, wenn man aber denkt, dass man dann in der Jury sitzt und dann 20 Filme zu gucken hat und gleichzeitig organisieren muss, dass wir uns darüber absprechen, dass wir uns austauschen können, ist das schon eine ganz schöne Leistung. Und ich finde das ziemlich beeindruckend sozusagen, was für eine Professionalität das passiert ist. Und trotzdem, wie herzlich das geblieben ist, weil es ist ja auch ein Studentenfestival und hat sich nie sozusagen darüber erhoben oder so oder wurde abgehoben für uns. Und dann dazu finde ich, also kann ich sagen, dass irgendwie das Beeindruckendste, glaube ich, immer ist, dass es ja, die Vielfalt von Film und vom Filmemachen, dass es kein Rezept gibt, nach wie vor nicht, sondern dass man sich auf vielfältige Art und Weise dem Thema nähern kann und dass ihr da eine extrem bestechende Auswahl zusammengestellt habt. Vielen Dank.